So, willkommen bei dem nächsten Photoshop Basics Tutorial und hier werden wir die Ausfallellipse durchgehen. Ausfallellipse funktioniert eigentlich genauso wie das Ausfallrechteck, nur dass es eine Ellipse, also einen Kreis erstellt. Das findest du, indem du hier auf das Ausfallrechteck länger drückst, findest du hier die Ausfallellipse-Werkzeug. Okay, also ich kann mir auf jeden Fall hier wieder ein Kreis zeichnen mit weicher oder nicht weicher Kante, also harter Kante. Das haben wir beim letzten Video auch schon betrachtet, wie das Ganze funktioniert. Genauso kannst du auch hier wieder zum Beispiel das Schweinchen hier auswählen und kannst mit STGJ zum Beispiel kopieren. Cool. Oder was du noch machen kannst, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, hey, eine weiche Kante möchte ich von 40 Pixel haben. Du kannst zum Beispiel eine Auswahl um das Schweinchen erstellen. Und dann gehst du auf Korrekturen und nimmst eine Gradationskurve. Und jetzt kannst du zum Beispiel das Schweinchen hier aufhellen. Okay, also nur die Mitte wird dann aufgehellt. Denn du siehst, wir haben hier die Ebenenmaske und in der Ebenenmaske ist das, was weiß ist, ist aktiv und schwarz ist inaktiv. Das heißt, alles was wir hier vornehmen, also die Aufhellung oder Abdunklung, befindet sich dann nur in der Mitte. Wenn du jetzt aber zum Beispiel das einmal umkehrst, die Farben hier in der Maske, mit STGI kann man das machen, das heißt alles was schwarz ist, ist inaktiv und alles was weiß ist, ist aktiv, das heißt drumherum ist es jetzt aktiv und du kannst das Ganze ein bisschen abdunkeln. Somit hast du so eine Art Vignette erstellt, wenn man es braucht, man kann auch auf jeden Fall nicht so übertreiben und dann nimmt man einfach eine größere Auswahl, man nimmt jetzt zum Beispiel nicht 40 Pixel, sondern 60 Pixel und dann werden wir uns einen größeren Ellipse hier zeichnen, okay? Wenn ich jetzt auf Gradationskurven nochmal gehe und das Ganze hier abdunkle, aber einmal inventiere, dann wird nur drumherum und so eine coole Vignette erstellt. Okay? Oder was wir noch mit Ellipse-Werkzeug machen können, wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir machen eine harte Kante, also weiche Kante 0 Pixel und machen uns hier so eine kleine Blase, werde auf eine neue Ebene gehen und werde das Ganze mit Shift und Löschen einmal mit weiß füllen, okay? Jetzt haben wir so eine kleine Sprechblase, die wir auch hier mit dem Verschieben-Werkzeug dann bewegen können, okay? Das ist ganz cool, wenn du jetzt ein bisschen Comics erstellen möchtest, kannst du gerne machen. Du kannst auch das Verschieben-Werkzeug, wenn du jetzt zum Beispiel auf Auswahl-Ellipse bist, kannst du mit Verschieben-Werkzeug immer mit gedrückter STG oder gedrückter CMD auf Mac-Taste aktivieren. Das heißt, du kannst es trotzdem verschieben, musst nicht zwischen den Werkzeugen wechseln. Das ist auch ein kleiner Tipp nebenbei. Auf jeden Fall, das Auswahl-Ellipse dient dafür, um eine Auswahl zu erstellen. Und genauso wie bei dem Auswahl-Rechteck kannst du eine Ellipse zeichnen oder mit gedrückter Shift-Taste zeichnest du einen geraden Kreis. Genauso kannst du wieder so einen festen Seitenverhältnis eingeben. Und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns bei den nächsten Werkzeugen. Die ersten Werkzeuge, muss ich zugeben, sind nicht ganz interessant, aber später folgen ein paar sehr, sehr, sehr geile Werkzeuge.